Und? Na, nervst gar nicht mehr? Bist Mädel, komm. Mädchen. Einen wunderschönen. Ja, wer Dragon's Dogma kennt, weiß, dass es nicht gerade linear ist. Daher habe ich die Teile ein wenig zusammengefasst und gestrafft. In diesem Teil treffen wir auf eine charmante Lady, die uns die Ehre erteilt, sie begleiten zu dürfen. Okay, so, dann waren da noch. In der Kirche waren noch Quests. Ich glaube, da waren zwei. Und dann schauen wir noch in die Häuser, ob wir noch irgendwo ein Quest finden in diesem Dörfchen. Ah, da ist ein Quest. Quest, Quest. Hallo, Quest. Quest? Oh, I know you. You took up steel and drove the dragon from Cassidus, yes? I heard about that. Madeline? Madeline oder so ähnlich? Oh, ich kenne euch. Ihr habt zum Schwert gegriffen und den Drachen aus Cassardis vertrieben, oder? Davon habe ich gehört. Ja, das war ich. Also, vertrieben wäre ein bisschen übertrieben, aber ich habe mit seinem großen Zeh gekämpft. And of course you know me. I come here now and again to restock my wares. Nein. Und natürlich kennt ihr mich auch, ich komme ab und an hierher, um meine Vorräte aufzustocken. Nein, aber es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. You do recall me, yes? Madeline, finest peddler in all Grand City? Ah, ihr erinnert euch doch an mich. Madeline, beste Händlerin von ganz Grand City. Ah, bescheidenes Mädchen. Remember, project fabulous. Ravishing beauty of legend and song. Madeline. Got it. Bescheidener als ich dachte. Hinreißende Schönheit, Stoff für Legenden und Lieder. Madeline. Oh, bist du meine Süße. Well, no matter. I've bigger problems. Nun ja, einerlei, ich habe größere Probleme als das. Alles klar. Dark days, so terrible as to drive even I to the brink of tears. Oh, das sind finstere Zeiten, so grausam, dass ich selbst ich den Tränen, so grausam, dass selbst ich den Tränen nahe bin. Oh, ihre bittende Geste, obwohl sie, ja. And okay. Yet, just when I need the aid of one both clever and strong, you arrive. Und just da ich die Hilfe einer ebenso gewitzten wie starken Person benötige. Du bist nicht nur bescheiden, sondern auch eine wirklich. Angenehme Schleimerin. Erscheint ihr. Oh. Truly, fortune means us to partner together. Don't you agree? Ernsthaft, es ist unsere Bestimmung, uns zusammenzutun. Meint ihr nicht auch? Da bist ein Quest. In der Tat. Only a fool could mistake the thread of destiny what links us. Nur ein Narr würde den Schicksalsfaden nicht erkennen, der uns verbindet. You will be my savior true, and after me, the world entire. Wahrlich, ihr werdet mich erlösen und nach mir die ganze Welt. Supergirl. And with that, we must be off. Und nachdem das nun gesagt ist, sollten wir aufbrechen. I trust you know of the encampment outside the village. Ich vermute, ihr wisst von dem Lager außerhalb des Dorfes. Ja, da war ich schon. I must travel there with all speed, but the wilds are perilous of late. Ich muss auf den schnellsten Weg dorthin, doch die Wildnis ist dieser Tage voller Gefahren. Would you see me there safely? Würdet ihr mich sicher dorthin geleiten? Natürlich, Madame. Eskortiert Madeline zum Lager. Gut, ich glaube, das können wir nicht aufschieben, weil das ist eine Eskorte. Das heißt, die müssen wir jetzt gleich machen. Tatrati, Tatrato, Tatrata.
Okay, dann geleiten wir dich mal, Madame. Kommt's, Männer. Wir beschützen eine hübsche Frau. Zwar keine sympathische Frau, aber eine hübsche Frau. Cute hair flip. I'll heal your wounds. Ich hab keine Wunden. Da ist niemand böser. Wir teilen diese Straßen mit Händlern, Wachen und anderen Leuten. Aha, Gold. Aha, Gold. Ah! Du spielst die Rolle des nervigen Weibes. Das ist wahrlich eine nette Überraschung. Okay. Na komm, Schatzi. Komm zu Mama. Ja, schön folgen. Okay, gibt's da irgendwelche Überraschungen? Nee, das ist ein Händler. Nein, das ist ein Träger. Der Meerespriesenpfad. Da ist ein Hase. Ah. Hold a moment. There's Ort here. Ja, ich muss eben noch schnell den Hasen da töten. Haha. Warte einen Moment, hier ist etwas. Okay, hast du es? Hast alles gefunden, was du zu finden hattest? Gut. That's good. Können wir dann weitergehen? Gut. That's good. Und du sammelst brav ein? Gut. Der tragt. Holz, hallo, Holzträger. Aha, Gold. Aha, Gold. Ha? Hast du es? Lady? Kommst du jetzt oder bleibst du da stehen? Indianerin, eine super Überraschung, ich weiß. Einfach nur genial. Fabulous. So, Simus, kommst du mit? Nein, wo laufst du denn hin? Okay, sie kommt wieder mit. Du tragst Reisig oder Stroh? Du tragst eine Kiste. Alles klar? Gut. Und? Na, no, nervst gar nicht mehr? Bist Mädel, komm! Mädchen! Das sind diese mühsamen Eskorten. Hold a moment, there's Ort here. Okay, was hast du jetzt gefunden? Ha? Einen schönen Stein? Okay, der Weg zum Lager ist Gott sei Dank nicht allzu weit. Wo ist denn? Da ist nervige. Mein nerviges Madeleine-Weibchen. Die Straßen sind noch am sichersten. Ja. Drum gehen wir ja auf der Straße mit dem nervigen Weibsbild dahin. Zwischen den unzähligen Klippen mögen sich Erze verbergen. Ja, dafür brauche ich aber eine Spitzhacke. So, ist die Funzen noch hinter mir? Ja. Passt. Aha, Gold. Oh! Dass da Gold auf den Straßen liegt, ist ja Wahnsinn. Now there's a fine treat. Simmers. Passt. Weiter geht's. Um Gottes Willen, ich hoffe, ich muss da nicht allzu viele Weiber diskutieren. In dem Spiel. Ist ja mühsam. Ist jetzt hinter mir? Ja, sie kommt. Sie bequemt sich, mir zu folgen. Alles klar. And all thanks goes to your fine work. Heureka, und das haben wir nur irgendwas zu verdanken. Wir sollten uns besser hineinbegeben. Ja, okay, komm gleich nach. Na bitte, jetzt ist sie blau. Hi, du Blaue. Nervige Funzen. This may sound untoward, but das mag ungehörig klingen, aber have you aught in the way of coin? Könnt ihr vielleicht den einen oder anderen Taler erübrigen? Please, jetzt schnorrt sie mich doch an. For the capital, but times are dark and my purse light.
Oh, bitte, ich muss mich auf den Weg zur Hauptstadt machen. Entschuldige meine Stimme, aber die Frau ist so furchtbar. Aber die Zeiten sind finster und mein Geldbeutel ist leer. Okay. It's a terrible curse being poor. Times are, it takes all I have just to keep the tears back. Arm zu sein ist ein schreckliches Los. Darüber lache ich nicht. Arm zu sein ist wirklich ein schreckliches Los. Aber es gibt Zeiten, da schaffe ich es nur ebenso, die Tränen zurückzuhalten. Und ihr Blick dazu. Okay. Will you spare some gold? I would repay you, of course. At some point. Most likely. Na ganz sicher. Überlasst mir ein wenig Gold. Ich würde es euch natürlich zurückzahlen. Irgendwann. Höchstwahrscheinlich. Klar, da hast deine 1000 Duo-Gurke. I am so very much in love with you at this moment. Echt wahr? Okay, ich hab dich auch lieb. Aber jetzt geh bitte. In diesem Moment liebe ich euch über alles. A woman's heart is a dangerous creature, but you know well how to take it. Schatzi, ich hab zwar nichts gegen Lesben, aber ich bin keine. Das Herz einer Frau ist ein gefährliches Wesen, aber ihr wisst, wie man es zieht. Gut, ja, verbeug dich noch, mach ein Knicks, fall auf die Knie, wachel mit deinen Händen, verschränk sie hinter deinem süßen Rücken, ja, schunkel ein bisschen hin und her. Has it been said, a poor life is a happy one. I have never found this to be true. Man hört immer wieder, ein Leben in Armut sei ein Leben voller Glück. Das kann ich aber nicht bestätigen. Ich konnte das bislang nicht bestätigen. Nein, ich auch nicht. Okay, jetzt hast du deine Hände verschränkt. Oh, der Blick. If ever fortune sees you to Grand Sorin and me to setting up my shop, you must come visit. I shall even give you a discount. A small one. A small one. Falls das Schicksal euch je nach Grand Sorin führt und mir gewährt, meinen Laden zu eröffnen, müsst ihr vorbeikommen. Ich werde euch sogar den Nachlass geben. Einen kleinen. Alles klar. You'll find not but the finest words. Ho! Ihr werdet hier nichts als die feinsten Waren finden. Na, dann guckt mal, was du so hast. Tunika. Besser als meine. Ja, kaufe ich eine. Okay, nicht viel besser. Außerdem mag ich dich nicht. Du China Ovini. Ich tausche dich aus. Ich hol mal anderen was ein. Ah, und da ist Lager. Da habe ich aber auch... Achso, nein, da habe ich keine Tunika. Die habe ich jetzt ja nur im Warenkorb. Gut, dann wieder zurück zu mir. Gut, was hast du denn da? Lederverstärkte Hose. Ja klar, nehme ich. Und da hast du auch noch was? Verderbnisnägel. Nehme ich. Passt. Gut, dann machen wir mal Kasse. 3000? Okay, ich habe hier 16.000. Ja, kauf mal. Ja. Yay. Was? Bin schon wieder besser gerüstet. Und? Not but the finest wares here. Tschüss, Mädel. Und ich bin aufgestiegen. Level 7. So, jetzt aber zurück wieder ins Dorf.